Hallo und willkommen. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie man die B2App als BWA, das heißt Progressive Web App, auf eurem Android-Device, also Handy oder Tablet, installiert. Das Einzige, was ihr braucht, ist natürlich ein Android-Telefon und einen Chrome-Browser. Es muss der Original-Chrome-Browser sein. So, dann öffnen wir den Chrome-Browser auf unserem Handy. In dem Chrome-Browser öffnen wir einen neuen Tab und gehen auf app.b2e.at. Das ist die Login-Seite für unsere App. Und wir sehen gleich, wenn wir die Seite aufmachen, ganz unten kommt gleich ein Balken mit @b2e2homescreen. Das heißt so viel wie, installiere bitte diese Seite als BWA auf deinem Device. Jetzt klicken wir rauf, kommt ein zweites Menü, dann noch auf Install. Jetzt ist da die Installierung im Gange. Das sehen wir hier, er ladet die App runter auf euren Bildschirm. Und wenn wir auf den Bildschirm zurückkehren, sehen wir die B2App installiert wie jedes andere Icon von einer App. Das lasse ich auch öffnen und es ist funktioniert. So, jetzt entfernen wir die App wieder kurz. Und ich möchte euch zeigen, wenn ihr den Balken nicht mehr habt, zum Beispiel jetzt mache ich es nochmal auf und es gibt keinen Balken, dann könnt ihr rechts oben, habt ihr diese drei Punkte im Chrome-Browser. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zu einem Menü, wo weiter unten ein Eintrag ist, Install App, also installiere die App unterm Translate, unterm Übersetzen. Wenn wir hier raufklicken, passiert das Gleiche. Es kommt wieder das Pop-up zum Installieren, sagen Installieren, das Handy ladet wieder die App runter als BWA und hat es am Desktop erfolgreich installiert. Es ist zu erwähnen, ihr könnt natürlich die App auch aus dem Play Store runterladen, aber ich habe keinen speziellen Support für diese Play Store App. Und es ist empfehlenswert, eher die App momentan zumindest so zu installieren, da zum Beispiel NFC ein bisschen besser funktioniert als im Play Store. Sonst es ist fast gleich. Momentan funktioniert sie nur so ein bisschen besser. Deswegen empfehle ich es so zum Installieren. So, vielen Dank.